Moin Siegfrauds-Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Siegfrauds-Kanal und willkommen zu dieser Flaschenpost, die wir euch mal wieder präsentieren. Die rechte Seite zeigt euch die Inhaltsliste, der gehen wir jetzt nacheinander nach und so könnt ihr auch jetzt schon abschätzen, ob das für euch interessant ist oder nicht. Ich möchte ganz kurz noch auf den intergalaktischen Leitfaden eingehen, den Wargaming vor kurzer Zeit hier auf ihrer Seite released hat. Da sind nochmal ein paar Informationen oder eigentlich viele, sehr, sehr viele Informationen zusammengepackt in einen Artikel. Vorher kamen die ja alle so peu à peu und also ich habe es nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wie das alles ging. Darum gehe ich es jetzt einmal mit euch gemeinsam durch. Also ganz wichtig, um an den intergalaktischen Gefechten teilzunehmen, sind 70 Gefechte erforderlich, bevor ihr da überhaupt dran teilnehmen könnt eben. Ne? Dann gibt es drei Abschnitte. In jedem Abschnitt gibt es verschiedene Modi, die gefahren werden können und die können sich nicht überlappen. Also ihr könnt in Abschnitt 2 nicht die Gefechte von Modi 1 fahren und in Abschnitt 3 nicht die Gefechte von Modi von Abschnitt 2 oder 1. Ne? Also deswegen ganz wichtig, es ist immer nur pro Abschnitt dieser Modi eben möglich. Also in Abschnitt 1 Saturnringe Doppelstern sehen wir hier und in Abschnitt 2 Space Assault, das ist der Raumangriff und ab Stage 3, die ab dem 15. April verfügbar ist, dann eben Torpedo Beat, werden natürlich wieder ein paar interessante neue Modis ausprobiert, die möglicherweise in einer gewissen Abwandlung dann auch irgendwann mal ins reale Spiel, also in das Spiel, wo die richtigen Kriegsschiffe unterwegs sind sozusagen, übernommen, also im Zufallsgefecht dann möglicherweise. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Das wird halt immer mal wieder ausprobiert, so eine Sache. Finde ich eigentlich immer ganz lustig hier. Gibt es auf jeden Fall wieder ein paar Neuerungen. Es gibt natürlich Raumschiffe und Kapitäne. Da gehen wir ganz kurz im Schnelldurchgang drauf ein, weil die sich eben wiederholen vom letzten Jahr. Wir haben hier die Republik, die als Paris verfügbar ist. Die Sao als Saya. Die Galaxy ist die Desmo. Die Blue Aster ist die eigentlich eine Z52. Die Century Hawk ist die Hindenburg. Und die Norma ist die Minotaur, beziehungsweise die Minotaur, die Norma, eigentlich so rum. Die Moskva, die Aurora und die Gearing hat sie als Firefly getarnt. Und zu guter Letzt kommt hier nochmal der große Kurfürst als All Destroyer. Das sind die Schiffe, die ihr verfügbar habt, zumindest am Anfang. Und ja, dann geht es eigentlich schon weiter. Mit den Schiffen sammelt ihr natürlich Erfahrungspunkte. Diese Erfahrungspunkte werden euch nach Beendigung des Events auf das T1-Schiff übertragen und sind dann da eben verfügbar und müssen dann halt gegebenenfalls umgewandelt werden, wenn diese EPs eben genutzt werden sollen. Ihr bekommt dann natürlich einen 19er Kapitän, der ohne Neuanweisung allen Spezialschiffen zugewiesen werden kann. Und ja, dann ganz normal die ganze Geschichte. Alle EPs, die ihr mit dem Kapitän erspielt, wird dann in Elite-Kapitäns-EP umgewandelt. Aber Fertigkeiten können mit Dublonen oder Elite-Kapitäns-EP zurückgesetzt werden. Das ist das Hindernis. Habt ihr diesen Kapitän einmal ausgebildet, dann kann er nur mit Echtgeldeinsatz oder dass ihr eben diese Elite-Kapitäns-EP, die ihr bitter verdient habt, dann eben einsetzt, um den Kapitän eben zurückzusetzen. All diese ganzen Sachen verschwinden natürlich auch wieder mit dem Update 083. Dann, wenn ihr auf diesen ganzen Kram gar keinen Bock habt, dann könnt ihr im Hafen diese Sachen natürlich oder Special Ships und Spaceships deaktivieren und dann erscheinen die gar nicht mehr. Und dann ist auch diese ganze Weltraumtarnungsgeschichte und so weiter in den realen Gefechten, real angelegten Gefechten, dann eben verschwunden. Es gibt vier verschiedene Karten. Wir haben hier Ludus, was eigentlich Tränen der Wüste darstellt. Wir haben Risus, was die Karte Mündung eigentlich ursprünglich ist. Dann haben wir Navis, Weg des Krieges ist da die Grundlage für gewesen. Und dann haben wir Apuls, das ist nämlich Gefahrenherd, was da so ein bisschen als Grundlage dient. Ist ein bisschen abgewandelt, ihr kennt es sicherlich, aber so ist die Grundlage zumindest. So, dann gibt es für jede Karten oder für verschiedene Karten verschiedene Modis. Und ja, das ist dann hier Saturnringe hatte ich ja eben schon erzählt. Die Ringe sind in Zukunft, also in diesen Weltraumgefechten zumindest unabhängig voneinander eroberbar. Das heißt, das Zentrum kann jemand anders gehören, während der mittlere Ring eben der gegenüberliegenden Partei gehört. Ja, die Eroberungszeit ist natürlich dann angepasst. Umso weiter in der Mitte, desto länger ist die Eroberungszeit. Und ihr bekommt dann jeweils beim Erobern schon mal einen einmaligen Bonus, sozusagen die... Da werden nämlich Punkte beim Gegner abgezogen. 25, 15 und 10, je nachdem, was ihr dann erobert habt. Und gehalten werden müssen die Sachen natürlich auch. Und dafür bekommt ihr dann einen besonders großen Bonus. 7 Punkte für den mittleren, für den inneren Bereich, für den mittleren 5 Punkte und für den äußeren eben 3. Gewonnen wird hier, wenn ihr alle gegnerischen Schiffe zerstört habt, 1000 Punkte erreicht habt oder die Gegner eben 0 Punkte. Begonnen wird hier mit 450 Punkten.
Der Doppelstern ist diese, sind mehr oder weniger, ist so eine Art Standardgefecht sozusagen, Capture the Base. Und das ist hier doch ein bisschen anders, weil die Doppelsterne nämlich ineinander hineinragen und am Anfang inaktiv sind. Ab der 5. Minute können sie dann gegenseitig erobert werden und ihre Größe nimmt schrittweise bis zur 11. Minute eben ab. Das Erobern der Kontrollpunkte dauert 120 Sekunden und wenn ihr das haltet, dann bekommt ihr alle 5 Sekunden 15 Punkte, also eine ganze Menge. Begonnen wird bei 400 Punkten und auch da müsst ihr entweder alle gegnerischen Schiffe zerstören, 1000 Punkte erreichen oder beim Gegnerteam dürfen keine Punkte mehr auf dem Konto sein, also 0 erreicht haben. Ihr müsst halt auch sicherstellen, dass die ganze Zeit euer Kontrollpunkt oder der Kontrollpunkt muss halt erobert werden. Ne? Man sollte halt zusehen, dass das ziemlich zügig vorangeht und dass Teams hier in der Standardgröße von 12 gegen 12 spielen, also wie in normalen Zufallsgefecht, kann man sagen. Das ist zu beachten. Dann gibt es noch den Raumangriff, der doch relativ komplex ist. Also wir sehen hier sehr, sehr viele Punkte. Die gehe ich jetzt von oben nach unten für euch mit durch. Es gibt das auf zwei verschiedenen Karten. Da dauert es unterschiedlich lange, wie die ihr Zeit habt, um die Station zu zerstören. 10,5 oder 11 Minuten. Und die Karte oder die Station ist so lange unverwundbar, wie alle Generatoren verfügbar sind. Und wenn ihr dann die Generatoren zerstört habt, dann bekommt ihr für jeden zerstörten Generator 2 Minuten mehr Zeit. Sozusagen. Also ihr bekommt dann halt 12,5 Minuten oder ihr braucht ja schon eine Zeit, bis ihr den Generator zerstört habt, aber ihr wisst, was ich meine. Dann wird mal was oben raufgepackt, dass ihr Zeit habt, diese Mission zu erfüllen. Dann zerstört ihr den nächsten Generator, wird wieder 2 Minuten raufgepackt und so weiter und so weiter. Die Aufgabe des Verteidigers ist natürlich, das Zerstören zu verhindern. Angreifer starten nach einer 30-sekündigen Cooldown-Zeit wieder in der Spawn-Zone, können sich dann also wieder einbringen, während die Verteidiger die ganze Zeit Trefferpunkte regeneriert bekommen, nämlich 120 Trefferpunkte pro Sekunde. Und die Hauptgeschütze und Torpedowerfer laden nämlich 4% schneller nach. Man kann am Ende sagen, dass jeder zerstörte Kraftfeldgenerator von der Basis dazu führt, dass die Verteidiger zusätzliche Trefferpunkte regenerieren und immer schneller die Hauptgeschütze und Torpedowerfer nachgeladen bekommen, nämlich weitere 3%. Und das stackt dann halt immer weiter. Sind wir schon bei 880 Trefferpunkte pro Sekunde und so weiter und so fort. Also da müsst ihr nachher richtig euch ins Zeug legen, wenn ihr die Angreifer seid. Ja, der Verlust eines verbündeten Schiffes gewährt den Verteidigern den gleichen Bonus wie der Verlust eines Generators. Das heißt, wenn ihr ein Schiff besiegt, dann werden die anderen Schiffe auch noch immer stärker. Also, das ist wirklich so eine sehr interessante Konstellation. Die würde mich wahrscheinlich auch mal interessieren. Und ich werde sie dann vielleicht mal ein bisschen intensiver fahren. Ne? Und die Generatoren können aus einer Entfernung von 10 Kilometer bekämpft werden und Torpedos können aus beliebiger Entfernung bekämpft werden, solange sie dann bis dahin kommen. Muss man ja auch sagen. Ne? Und dann gibt es hier noch die Info, 75 Trefferpunkte pro Sekunde werden ab einer Entfernung, regenerieren die Generatoren kontinuierlich und werden ab einer Entfernung von 10 Kilometer sichtbar. So ist der richtige Ausdruck. Ab dem 12. April wird es einen neuen Artikel geben, wo dann nochmal die Torpedosuppe richtig erklärt wird. Ja, also hier sieht man nochmal so ein paar Bilder dazu. Hier sieht man dann auch die Aufgabe des Teams. Ja, steht dann auch immer nochmal davor. Hier ist der Raumangriff. Destroy the Station. Dann ist man das Angriffsteam. Und dann hier hat man nochmal die Torpedosuppe sozusagen, wo nur Zerstörer unterwegs sind. Sehr, sehr schnell und so weiter. Hier gibt es dann nochmal eine Übersicht zu den ganzen Kampfaufträgen, die es dafür gibt. Und es gibt natürlich auch eine Belohnung in der Waffenkammer. Ihr kriegt ja Ironium, wenn ihr die Kampfaufträge erfüllt. Da könnt ihr dann diverse Sachen für einkaufen. Auch legendäre Verbesserungen. Das hatte ich eben nochmal unten schon im Thema mit erfasst. So. Ich mache jetzt hier mal das richtige Thema, wo ich die ganze Zeit schon rede. Ihr könnt natürlich auch Dublonen ausgeben und dann das Ironium hier eben, ja, collecten, das ihr dazu bekommt. Außerdem gibt es dann eben nochmal spezielle EP und hast du nicht gesehen. Also das Riesenprogramm. Auch hier kann man sich natürlich dann weitere Sachen erspielen, indem man an den täglichen Aufträgen da eben teilnimmt. Fly, Strike and Win, da gibt es jetzt die dritte Etappe und da kann man eben auch diese Bionic-Lackierung da freischalten. Aber man kann sich die eben auch kaufen, steht dann hier und auch für die T10-Schiffe lächt er ganz schön was hin aus meiner Sicht.
Aber das muss man eben selber wissen. Da gibt es natürlich nochmal besondere Angebote, die ja, will ich euch jetzt nicht weiter vorstellen. Die findet ihr dann in der Waffenkammer auf jeden Fall auch. Hier gibt es nochmal eine grafische Übersicht und das war es dann schon fast. Dann kommen wir noch zu den Errungenschaften, die es natürlich auch für diese Weltraumgefechte separat gibt. Da sind dann hier die Bedingungen nochmal erwähnt. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz nett, der diese Weltraumgefechte so richtig ja, toll findet. Gut, und das ist das, was man zu den Weltraumgefechten sagen kann. Wir haben da schon auch schon in anderen Videos was dazu berichtet zumindest. Also können wir euch gerne auch diese Sache nochmal verlinken. Wenn ihr da genauere Sachen wissen wollt, einfach unten in die Beschreibung gucken. Und dann guckt ihr euch nochmal die Flaschenpost von vor ein paar Tagen an, wo wir dazu nochmal ein paar genauere Aussagen treffen. So, und dann kommen wir zu einer riesen Neuigkeit und das wird sicherlich eine Menge von euch freuen. Zum einen hat Hurz in seinem Blog Wir sinken hier über die britischen Aircraft Carrier einen riesen Artikel geschrieben, der euch das alles nochmal ein bisschen näher bringt, wo die Stärken, wo die Schwächen der britischen Träger liegen im Vergleich auch zu den Japanern und zu den Amerikanern. Den Artikel kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr ein bisschen lesen wollt. Und darüber hinaus biete ich euch natürlich jetzt hier auch noch die Info an, nämlich der CV-Matchmaker wird überarbeitet. Ich habe es jetzt extra mal CV-Matchmaker genannt, weil es hier um die High-Tier-Gefechte geht, also T8 bis T10. Das ist der Bereich, der hier genannt ist, auch wenn sie hier immer von der Kampfstufe 10 reden. Die Kampfstufe 10 beinhaltet aber immer T8 bis T10 Schiffen. Und aus diesem Grund haben sich jetzt halt entschieden, einen 3-minütigen Softcap einzuführen. Und in den ersten 3 Minuten der Warteschleife wird immer nur ein Träger in ein Team zugewiesen sozusagen. Und erst nach 3 Minuten Wartezeit, wenn dann noch nicht kein Gefecht gefunden ist, dann wird ein zweiter Träger hinzugefügt. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das selten der Fall ist. Sie haben hier eine Statistik veröffentlicht, hier so die Nachfragen nach Trägern sind. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass in Zukunft keine Gefechte mehr geben wird, wo 3 CVs in einer Kampfstufe, also wie gesagt T8 bis T10, unterwegs sein können. Mit einer relativ geringen Chance werdet ihr nochmal 2 Träger pro Seite haben. Und ja, das ist eben der Wunsch der Community und dem kommen sie halt um nach. Das ist jetzt noch in Entwicklung, soll dann demnächst möglicherweise auch in einem Hotfix auf den Server aufgespielt werden. Und das ist auch ganz klar, weil ihr euch da draußen doch wieder sehr deutlich auch ausgedrückt habt. Und Wargaming versucht sich natürlich an seinen Spielern zu orientieren und den Wünschen eben gerecht zu werden. Also ihr könnt den Artikel natürlich bei uns auf der Facebook-Seite dann nochmal auch in Ruhe nachlesen. Der nächste Punkt ist dann die Azuma. Ihr habt es ja mitbekommen, mit dem Aufspielen von Update 082 ist jetzt die Azuma im Store verfügbar, also in Spiel verfügbar, so muss ich sagen. Die gibt es für 1 Million Free XP und es gibt sie auch im Premium Store und das bis zum 19. April in verschiedenen Paketen. Müsst ihr einfach mal reingucken. Ja, das ist erstmal nur ein Hinweis. Ja, das T9-Schiff. Was man jetzt eben halt auch wieder im Store kaufen kann. Ich denke, das wird jetzt langsam zum Standard. Wobei auch da muss man sagen, Wargaming hat nie fest gesagt, dass nie T9-Schiffe ins Store kommen. Sie haben es halt bis dato nie gemacht und die Community hat es dann so aufgenommen, dass immer nur bis zu T8-Schiffen verkauft wird. Das muss man ja auch sagen, bevor jetzt wieder richtig drauf eingehauen wird. Ich wüsste nicht, dass das jemals irgendwo schriftlich stand, dass T9-Schiffe nie verkauft werden sollen. Es war halt eine lange Zeit oder bis vor einiger Zeit nie gemacht worden. So könnte man das eigentlich sagen. Ja, und wie gesagt, das ist eine Option. Ich würde lieber die 1 Million Free XP nehmen, anstatt die so dazu bezahlen, da aufgerufen wird. Das ist meine persönliche Meinung. So, und dann kommen wir schon zu den legendären Modulen. Auch da wollte ich nochmal darauf hinweisen. Hier habe ich ein Foto gepostet. Ist ein bisschen schlecht vom Handy und so weiter, aber ja, legendäre Module sind jetzt für Ironium zu bekommen. Das ist das die Währung, die ihr da erspielen könnt mit den Weltraumgefechten, wenn ihr da die Aufgaben erfüllt. Und ihr braucht 600 Ironium und könnt euch dann vielleicht ein legendäres Modul eures Traums sozusagen in euren Dampfer einbauen. Ja, wer es möchte, kann das gerne tun.
ist sicherlich ein bisschen einfacher, die 6 und Ironium zusammenzubekommen, als die Aufgabe, die ja doch recht langwierig ist, zu erspielen oder durchzuspielen. Gut, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar kommen wir dann zu Superteständerungen. Und zwar für die russischen Schlachtschiffe. Da fangen wir erstmal an. Da gibt es nämlich Panzerungsänderungen, es gibt Schussweitenänderungen, Genauigkeitsänderungen und so weiter. Aber der Reihe nach. Die Kuznas Suvrov Stufe 3 Schlachtschiff. Da wird die Oberdeckpanzerung von 38 mm auf 16 mm abgesenkt. Und auch bei der Pyotr Veliki, bei der Stufe 5, wird auch da die Achterdeckpanzerung von 38 auf 19 mm gesenkt. Und die hintere Endseitenpanzerung von 125 auf 75. Kann man also sagen, da wird die Panzerung genervt. Und das auch zu Recht, weil die Verwundbarkeit des Schiffes einfach zu gering war. Nämlich die HE-Granaten auf den Tierstufen haben nicht so ein riesen Kaliber. Und dadurch, dass sie jetzt eben auf 16 respektive 19 mm abgesenkt wird, die Panzerung, ist es einfacher, dieses Schiff auch vernünftig als Gegner zu, eine vernünftige Gegenwaffe zu stellen sozusagen, weil ihr dann mit euren HE-Granaten eben leichter penetrieren könnt und das ist eigentlich das Hauptziel, ja. Und dann geht es auf der Stufe 6 mit der Ismail weiter, da wird die Kasemattenpanzerung von 25 auf 100 mm erhöht, um sie halt auch in die Lage zu versetzen, im Nahkampf ein bisschen effektiver zu sein und sich da auch ein bisschen wohler zu fühlen, weil bei 25 mm war natürlich nicht sehr viel mit einem Nahkampf. Dann kann man noch sagen, Stufe 3 und Stufe 4 Schlachtschiff wird das Sigma geändert und zwar deutlich von 1,7 auf 1,5 und von 1,7 auf 1,4. Das sind krasse Werte, allerdings muss man hier auch bedenken, es ist halt Low-Tier-Bereich T3 und T4. Da ist es noch ganz wichtig, dass man nicht mit einem Schlag so präzise schießt, weil es einfach dramatische Folgen hat, sage ich es einfach mal. Und dann halt auch den Spielspaß für andere eher wieder senkt. Ist aber wohl so, dass hier eben auch die Kampfentfernung relativ gering ist und so weiter. Von daher hat man immer noch eine vernünftige Treffchance. Dann werden die Kampfreichweiten verändert. Der Tier 3 wird auf 11,48 Kilometer genervt. Also das sind dann 1,8 Kilometer weniger. Und bei der Gangut geht es dann auch ordentlich runter von 14,13 auf 12,31. T5 geht von 15,15 auf 14,55, also da sind es knapp 600 Meter. Und dann haben wir die Sinop, das ist dann wohl der T7-Schlachter, wo die Reichweite um, lassen wir so 450 Meter gesenkt wird. Und bei der Vladivostok, T8-Schiff, wird auch mal ein bisschen was gemacht, knapp, also genau 900 Meter wird da die Standard Feuerreichweite eben angepasst. Ne? Muss man immer wissen, das sind immer die Standardfeueranlagen. Das heißt, da könnte ja dann durch ein Forschungsmodul die Reichweite dementsprechend wieder erhöht werden. Ja, also muss man halt im Hinterkopf behalten. Die Erkennbarkeit zur See wird ebenfalls angepasst und also die Russen werden hier eher genervt, muss man ganz klar sagen. Die Erkennbarkeit auf 13,62 hochgesetzt, 3 Kilometer plus in dem Fall. Auch wenn sie im Nebel steht, dann ist sie 10,42 geht sie jetzt auf, das ist über 2 Kilometer mehr und die Erkennbarkeit aus der Luft wird von 7,68 auf 8,86 erhöht. Dann werden doch Geschwindigkeiten verändert beim T5-Schiff auf 26,5 Knoten von 29,5 und beim T7-Schiff beträgt die Geschwindigkeit für den Standardmotor 27 Knoten und der erforschbare Motor gut komplett entfernt. Das heißt, das Schiff fährt nicht mehr so schnell als 27 Knoten, es sei denn, eben Sierra Mike eben mit rein. Und dann werden hier noch ein paar Drehgeschwindigkeiten der Türme verändert. Und das ist eigentlich auch nochmal so eine interessante Geschichte. Die Drehgeschwindigkeit der Türme wird von 6 Grad auf 3 Grad gesenkt. Ja, also die werden also deutlich langsamer, was das dann auch nochmal ein bisschen schwieriger macht, für die Schiffe die Türme rechtzeitig parat zu haben. Ja, Besonderheiten, die gute Genauigkeit auf niedrigen Stufen und eine allgemeine gute Effektivität im Nahkampf. Die soll eigentlich erhalten bleiben. Das Überwachungsradar wird entfernt, und zwar für die Vladivostok, Sowetski, Soyuz und die Kreml und die Lenin. Das sind also die T8 bis T
bis T10 Schiffe, die Leni war ja das Premium-Schiff, also das Überwachungsradar macht dann eigentlich gar keinen Sinn mehr, haben sie gesagt und haben sie komplett entfernt. Auch die Verbrauchsmaterialparameter Jäger wird halt auf die Standardwerte gebracht, 60 Sekunden aktiv, nach einer Zeit 135 respektive 90 Sekunden. Und das alles ist natürlich Work in Progress. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, da muss ich ein bisschen runterscrollen. Ja. Und zwar hier geht es dann nochmal um die Yukikaze, Indomitable und die Georgia. Yukikaze und Georgia sind ja aktuell im Supertest. Die Indomitable ist der Premium-Träger, der jetzt aktuell noch nicht verfügbar ist, aber wahrscheinlich kurzfristig irgendwann in den nächsten Wochen vielleicht mal verfügbar sein wird. Also da sind wir, da ist die Entwicklung dann eher doch schon am Ende. Darum gibt es jetzt hier noch die letzte Anpassung, bevor das Schiffchen vielleicht dann mal demnächst released wird. Also, die Yukikaze Standard-Motorboost wird hinzugefügt. Das hatte das Schiffchen nämlich vorher gar nicht. Und mit Motorboost wird das dann sicherlich mal ein bisschen potenter werden. Das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann im Moment. Dann geht es weiter zum T8-Träger. Da wird das Verbrauchsmaterial Patrouillenjäger, also das, was die Bomber droppen können auf der Karte mit der Taste T, da habt ihr dann bei 3 eben 4 Aufladungen. Und das ist bei jedem Flugzeugtyp so. Außerdem ist die Startzahl der Flugzeuge erhöht und zwar von 9 auf 12 für die Jagdflugzeuge, also für die Schlachtflugzeuge, so ist das richtig gesagt, und für alle Bomber von 6 auf 8 erhöht. Also, dass eure Kampfstaffel aus 8 besteht, das ist quasi die Startzahl der Flugzeuge. Das heißt eigentlich, dass mehr Flugzeuge an Deck verfügbar sind, so kann man das sagen. Ne? Das sorgt eben dafür, dass er ein bisschen mehr Reserve hat, gerade wenn er am Anfang vielleicht doch schnell mal ein Schiffchen oder ein Flugzeug verliert oder ein paar mehr Flugzeuge verliert, könnt ihr euch trotzdem immer noch relativ schnell wieder ins Gefecht zurück. Und dann haben wir noch Nachrichten zur Georgia, den T9 Schlachtschiff mit den 457 mm Kanonen. Da wird das Sigma reduziert, nämlich von 2 auf 1,8. Wird langsam ein bisschen interessanter, weil wir haben ja nur 6 Mumpeln, wird sich langsam immer mehr so anfühlen wie bei der Georgia, Gneisenau, vermute ich jetzt mal, weil die Gneisenau ist ja auch schon ein Schiffchen, was relativ unangenehm streuen kann. Ich glaube, bei der Georgia wird das langsam, aber sicher so ähnlich. Ja, und das war es eigentlich schon, was wir heute für euch haben. Und ich hoffe doch, dass für den einen oder anderen wieder was Interessantes dabei war. Und wenn es so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen da oben noch da lasst. Und solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen. Konstruktives Feedback ist immer erwünscht unter dem Video und natürlich Weiterempfehlung. Auch darüber freue ich mich sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank bis dahin für eure Zeit und eure Unterstützung. Euer Seacross-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.